Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Silphi und Riot hat hier wieder einige sehr interessante Gameplay Thoughts. Die sind schon zwei, drei Tage her, die sehe ich auch erst recht neu, mit relativ vielen wichtigen Informationen, auch wie es weitergehen soll vom Game her. Und besonders auch wieder Shutdown Gold. Das Shutdown Gold war ja vorher global. Jetzt ist es so, dass es noch auf eine Person geht und das hat actually relativ starken Goldeinfluss auf jede Lane. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Es ist irgendwo weiter unten in den Kommentaren. Aber wir machen hier erstmal den Start ganz normal mit Jungle, weil der Jungle soll wieder ein kleines Update erfahren. Hier geht es erstmal generell um die Krabbe. Riot ist der Meinung, dass die Krabbe an sich ganz fein ist, so wie sie gerade ist, von der Stärke her und allem und jenem. Das Problem ist aber einfach, sie respawnen einfach zu schnell und deswegen haben Jungler nicht genug Zeit, sich um ihre eigene Scheiße zu kümmern, sondern sie müssen sich relativ schnell um die Krabbe kümmern. Der Respawn-Timer geht hoch auf um 15 Sekunden mehr, von 2,15 auf 2,30, können wir hier auch nochmal sehen. Dafür geht auch die Dauer des Schreins einfach hoch, um das Ganze wieder auszugleichen. Das heißt, Krabbe braucht 15 Sekunden länger fürs Respawn und dementsprechend hält der Schrein auch irgendwas nochmal 15 Sekunden länger. Was aber ganz wichtig ist, ist diese Änderung hier. Und zwar sollen andere Camps, andere Nicht-Buff-Camps, also hier steht auch Wolf, Gromp, Krabbe und Raptors, mehr Erfahrung geben, um ein bisschen auszugleichen, dass die Krabbe einfach später spawnt. Finde ich persönlich nicht ganz so cool. Ich hätte etwas den Wert der Krabbe gesenkt, wenn ich ehrlich sein soll. Aber das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, um einfach Jungler die Möglichkeit zu geben. Genke ich jetzt einfach viel? Kümmere ich mich einfach viel um die Krabbe? Conteste ich sie mit meinem Leben? Gehe ein Risiko ein, um dann hier das Reward zu bekommen? Oder powerfarm ich einfach? Ich meine, overall ist es ganz okay. Die Frage ist dann einfach, wie es in-game aussehen wird. Jetzt geht es jetzt hier nochmal etwas auf Runic Echo, beziehungsweise generell für AP-Jungler, weil sind wir mal ehrlich, Leute, AP-Jungler sind quasi tot. Welchen AP-Jungler spielt man? Nidalee? Evelynn ist tot auf diesem Patch zumindest gerade. Mir fällt jetzt so nichts ein. Und nein, Leute, sowas wie euer Full AP Amumu oder Full AP Zac zählt einfach nicht. Overall sind AP-Jungler tot. Vielleicht wird Elise wieder kommen mit dem nächsten Patch, das hatten wir auch schon beim Patch-Rundown. Beim PvE-Patch-Rundown. Aber hier steht overall einfach nur drin, dass hier wird einfach nur ein bisschen darüber diskutiert, habe ich das Gefühl, ob jetzt wieder die Movement Speed zurückkommen soll oder nicht, anstatt der Cooldown Reduction und allem und jenem. Ich würde mir hier aber eh nicht zu viel reindenken. Ihr könnt euch das selbst durchlesen, wenn ihr wollt. Der Link ist dazu so oder so unten in der Beschreibung. Aber ich halte nicht viel von. Ich bin der Meinung, Riot müsste extra ein neues AP-Jungle-Item einführen, weil es gibt für AD-Champions den Bloodracer für Attack-Speed-lastige und den Warrior für sehr Burst-lastige. Und für Jungler gibt es nur das Runic Echo. So, und das Runic Echo ist halt ein burstlastiges Item. Es ist halt ein Ludens quasi. Aber es müsste so eine Art, ich will jetzt nicht unbedingt Gnashers Tooth sagen, aber irgendwas, womit DPS-Mages vielleicht auch besser was anfangen können. Weil vielleicht, wenn wir da noch einige andere sehen. So Leute, etwas Balance im Jungle. Die Krabbe hat hier den Jungler-Pool etwas hart gefickt. Xin, Trundle und Graves sind mit Abstand die stärksten Jungler gerade. Wenn ihr noch Free Elo haben wollt, abuse sie komplett. Und die werden jetzt auch etwas angepasst. Xin, also bei dem werden eigentlich überall fast das Early Game gesenkt, mehr oder weniger. Xin kriegt ein lowes Scaling auf seinem, ich weiß nicht, ob es generell sein soll, lowes Scaling Damage. Okay, doch, er kriegt generell weniger Damage, es scaled er schlechter und DE gibt ihm auch weniger Slow, um einfach sein Early Game ein bisschen zu senken, Leute. Level 2 Ganks sind das Dümmste überhaupt und ich muss auch irgendwie ein bisschen sagen, Riot wollte nicht haben, dass die Jungle auf Level 3 ganken, jetzt kommt ein Xin und gankt dich einfach auf Level 2. Ob das so viel besser ist, überlasse ich euch. Graves etwas weniger Damage im Early Game, vielleicht nochmal einige andere Änderungen. Finde ich okay. Ja, finde ich echt okay. Ich würde jetzt nicht Graves so stark im Early Game an sich bezeichnen, im Fighten. Aber ganz ehrlich, so viel Erfahrung habe ich mit ihm mittlerweile auch gar nicht mehr. Der ist fast gepermabannt. Lee Sin soll ein bisschen Kompensation bekommen, weil der Trinket Cooler wieder geändert worden ist. Ich finde es auch eh blöd. Warum wird Lee Sin um das gelbe Trinket gebalanced? So, Champion, das hatten wir schon beim Dustblade. Ein Champion sollte niemals um ein Item gebalanced werden. Ist halt Müll. Kha'Zix bekommt ebenfalls Änderungen. Elise auch genauso. Das hatte ich bereits beim Patch-Rundown, Leute. Schaut ihn euch einfach an, den PB und Patch-Rundown. Finde ich, sowas hier, finde ich eigentlich alles völlig fein. Okay, jetzt kommt, beziehungsweise gleich kommt dann das Thema, wie es einfach mit Dingens aussieht mit, was soll ich an? Hier geht es auch Richtung Global Gold. Es ist unten in den Kommentaren, ist halt nochmal etwas länger da. Das
Goldeinkommen eines Junglers ist im Average einfach weiter runtergegangen. Ne? Jungle Gold is down over the course of the game with on average minus 100 Gold in 20 Minuten und minus 200 Gold in 35 Minuten. Das heißt, ich weiß, 100 Gold und 200 Gold hört sich nicht viel an, aber es kann schon ein bisschen was ausmachen. Es ist ja auch nur der Average, das heißt, es könnte auch einfach mal mehr sein. Der Decrease in Gold ist einfach davon abhängig, also dass die Leute weniger Gold bekommen, hängt einfach damit zusammen, dass das dass das Shutdown-System einfach verändert worden ist, was auch gut was ausmacht. Hier geht es einfach nochmal darum, dass die Jungler-Erfahrung overall etwas runtergegangen ist, wegen dem gesamten Jungle-Checks. Ich habe auch echt das Gefühl, dass ich als Jungler entweder überlevelt bin oder unterlevelt, was auch immer wieder ein bisschen mit den Krabben rumhängt, abhängt, aber auch die Erfahrung geht ja auch hoch über die Dauer des Games. Ne? Wenn ihr euch die Patch Notes durchgelesen habt, so generell den Jungle Changes, geben die Camps weniger Erfahrung am Anfang, später mehr Erfahrung, aber später farmen auch die Laner mehr die Camps ab, wodurch Jungler auch immer noch mal behind sind. Ist halt blöd, so, man kennt das, ne? Ich spiele selbst manchmal Mitte, dann nehme ich mir auch manchmal das Raptor Camp, oder wenn ich Top-Laner bin, vielleicht Crux, oder wenn man Bot-Laner ist, vielleicht auch mal Crux oder Gromp. Es ist schön, dass es später mehr Erfahrung gibt, aber bis dahin kommt auch schon jeder Laner und snackt einem einfach einmal komplett alles ab. So, jetzt gehen wir hier eben einmal... Oh, neuer Cursor, was soll ich dazu sagen? Jetzt gehen wir hier einmal in die Kommentarsektion rein, Leute. Finde ich sehr nice von Medler, dass er auch wirklich darauf antwortet. Phil soll nochmal Änderungen auf seiner W bekommen, und zwar im Juli soll das sein. Aber das ist hier, das ist das, wonach ich gesucht habe. Es geht jetzt hier rein um das Shutdown-Gold, okay? Shutdown-Gold ist nicht mehr global. Und hier ist einfach, wie die Lanes davon beeinträchtigt worden sind. Ein Top-Laner hat in der 35. Minute 325 Gold weniger als sonst. Ein Mid-Laner 260, ein Jungler 250, ein Bot-Laner 250 und ein Supporter 420. Blaze it, meine Boys. Ich finde, das ist viel. So einzeln betrachtet, denkt ihr euch bestimmt mal, so viel ist das doch gar nicht. Wenn ihr es mal zusammen betrachtet, sind wir hier auf 1500 Gold, die ein Team weniger hat in der 35. Minute. Für einen Supporter ist 420 relativ viel wert. So, wir haben hier einen Top-Laner verliert, einen Longsword, Pi mal Daumen, oder halt Schuhe, oder der Cloth Armor oder sowas. Ich finde, das hat schon, also, versteht mich nicht falsch, ich bin der Meinung, dass die Änderungen im Shutdown-System sich super anfühlen, Leute. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen damit in die Kommentare reinschreiben, aber generell, dass Shutdowns wieder Solo-Gold geben, fühlt sich geil an. Ich mache einen Kill, bam, auf einmal 500 Gold, ist halt super nice. Aber wenn ich mir das so ansehe, 300 Gold weniger zu haben, kommt natürlich auch immer aufs Game an. So, wenn ich derjenige bin, der die ganze Zeit Shutdowns irgendwie farmt oder sowas, juckt mich das nicht. Aber wenn ich der schwächste Spieler im Team bin, der nicht mal Kills bekommt, ist nebenbei so ein Shutdown-Gold für mich auch nochmal relativ nice to have. Ich will gerne das Bounty-System so haben, wie es ist. Es sollte sich nicht großartig ändern. Also, bin ich der Meinung. Ich mag das so, soll auch so bleiben. Aber es ist dann doch trotzdem recht interessant, das hier zu sehen. Aber das Wichtigste hier ist einfach, also es geht ja auch in dem Post auch recht viel um Jungle, deswegen will ich auch noch mal ein bisschen mehr darüber reden. Also, Riot hat ja die Intention, dass Jungler sich mehr gegenseitig einer aufs Maul hauen. Hat sich zumindest so angehört. Ja, ob das dann jetzt in echt so ist oder nicht, das lasse ich mal so dahingestellt. Ich bin der Meinung, vor der Krabbenänderung war der Jungle so, dass es ist, wer path besser. Jungle war sehr strategisch. Da ging es nicht darum, sich straight up zu prügeln, sondern wenn man sich geprügelt hat, dann war das meistens entweder, wenn man invaded, was eine bewusste Entscheidung ist, oder wenn man countergankt, was ebenfalls eine bewusste Entscheidung ist. Okay, ab und an kommt man ein unbewusster Countergank mit dazu oder so. Jetzt soll der Jungle aber sehr vorhersehbar sein. Es soll Jungler gegen Jungler Interaktion geben. Ich bin da kein Fan von, weil das, was den Jungle immer ausgezeichnet hat für mich, weil einfach immer Decision-Making ist ganz weit oben. Ja, Mechanics zu haben ist natürlich immer nice to have, aber wir müssen nicht last hitten, wir müssen nicht noch auf einen zweiten Gegner achten, also Botlane jetzt hier zum Beispiel oder sowas. Wir müssen auch nicht auf Trades achten, sondern ich muss mein Brain benutzen. Ihr könnt mechanisch dumm wie Brot sein, es gibt einen Jungler für euch, den ihr spielen könnt, und wenn ihr smart seid, kriegt ihr sehr viel aus der Rolle raus. Deswegen bin ich persönlich kein großer Fan überhaupt, dass die Krabbe so wichtig geworden ist. Ich find's nice, dass Riot versucht, das Ganze ein bisschen wieder umzuändern, wieder ein bisschen mehr Erfahrung in die anderen Camps reinzustecken, was Counter-Jungle auch nochmal ebenfalls sehr, sehr, sehr stark macht. Aber ich habe echt das Gefühl, Riot versucht zu hart, einfach immer den Jungle ständig zu verändern.
Ich fand einen Level-3-Gank nicht allzu frustrierend, wenn ich ehrlich sein soll. Ich verstehe die Problematik dort nicht. Man kann einen Level-3-Gank meistens sehr einfach vorhersehen und dann auch dementsprechend die Wave manipulieren. Oder man kann warden. Oder man kann zusammen Jungler sagen, ey, kannst du mal Counter ganken. Es gibt mehr als genug Counter-Play-Optionen. Von daher, weiß ich nicht. Aber Leute, schreibt ihr eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Wie seht ihr das Ganze? Ich bin dann aber auch erstmal weg. Tschüss, tschüss. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.